letzte Interviewrunde hier aus Francis. Und ihr seht schon, es sprengt schon fast hier die Kamera. 7 Leute stehen hier. Und zwar ist es Loop oder Lupe hier aus. Loop. Gut, also 7 Leute spricht natürlich erstmal die erste Frage. Wie finden denn mal 7 Leute zu so einer Band zusammen? Tinder, ja. Da kann man nicht nur Bekanntschaften gründen, sondern auch mal eine Band. Ja, wir haben die hier. Ich habe den Nikita erst weggewischt, aber dann hat er aber bei mir ein Ad gemacht und dann habe ich das gesehen und hatte ein bisschen Mitleid. Und dann der hat ein super Like gestellt. Ja, und dann, ja, das ging alles so nacheinander oder alles auf einmal? Nee, bei mir ging es über Gruppentinder. Da kann ganze Gruppen von Menschen liken oder nicht. Nur der Ede, der hat halt Android damals gehabt. Und mittlerweile gibt es Tinder auch für Android, aber damals gab es Tinder nicht für Android, deswegen ist er jetzt erst später dazugekommen. Aber sobald er da war, wir haben ihn nicht weggewischt, ne? Das muss man auch mal sagen. Hey, Finger weg vom Arsch. Seit wann gibt es jetzt eure Band? Seit 2015. Also das vierte Jahr jetzt schon. Ja, fast 2016, ich bin gelogen. Also war das sozusagen das Dating gut gewählt, sodass ihr euch auch tatsächlich so lange ausgehalten habt. Ja, mal schlechter, mal schlechter. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Nein, schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. Ich bin ja alle mit dem Bart rum. Guter Bart ist. Ihr habt ja schon eine Runde bei Band Supporter gemacht. Wie habt ihr Band Supporter überhaupt kennengelernt oder wie habt ihr es gefunden? Naja, wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut und haben dann halt mehrere Band-Supporter, da gibt es so eine Webseite, da kannst du mehrere Band-Contests finden und das Konzept vom Band-Supporter, das gefiel uns ganz gut, weil es halt tatsächlich kostenlos erstmal funktioniert und auch nicht so per Drückerkolonne, dass man irgendwelche Tickets loswerden muss. Ja, geil. Den Kontrabass gab es. Wir sind zu dritt, Bläser sind zu dritt. Du bist meistens. Ja. Wir spielen nur Trompete in dieser Band. Alle anderen machen noch kleinen Wechsel. Ich versuche mich am Saxophon. Du hast Saxophon? Ja. Ja, ich wechsle immer zwischen Bassdrum, Snare und Hi-Hat. Das ist du Angeber, du bist ja kein Bläser, du! Gib doch zu, dass du noch mehr spielen kannst. Ja, manchmal auch die Toms. Bist du der Kontrabass? Oder? Ja, nee, der Ede, der wäre der Kontrabassist, aber er ist noch nicht lang genug. Der kriegt noch ein paar Fruchtzwerge, damit er noch ein bisschen wächst und dabei auch ein Vierviertel Kontrabass spielen. Heute ganz frisch dabei. Axel Drums.
Also, aber das ist eine gute Songs habt dann drauf, wenn man diese holt. 13. Also, das ist auf jeden Fall 13 minus Bonus. Das heißt auf jeden Fall, was kostet 15 Euro? Das heißt? Nee, wir sind kein Halsabschneider. 10 Euro und ein Küsschen. Also billiger als ein Download eigentlich für einen Euro. Ja, genau. Hier, bei uns, wir haben auch keine App, das ist die Sache. Ne? Deswegen haben wir jetzt mal mit CD und so. Retro CD ist geil. Aber Autogramme kosten viel. Ne? Autogramme sind sehr teuer. Vor allen Dingen vom Jonas. Ne? Der, also wenn alle unterschreiben, jeder nochmal einen Euro dazu. Ja, gut. Das Ding ist mal, Raffi, der ist ja Analphabet. Und, ich kann nicht schreiben. Ja, der macht X. Das ist auch ein ganz gutes Ding. Die Leute verstehen das immer falsch, wenn ich keine Autogramme geben will. Zeig dir dann das kleine arrogante Schwein. Wie lange hat das gedauert? Die Aufzählung mal bei 7 Instrumenten, bei 7 Leuten ist man, glaube ich, länger im Studio. 7 Tage. Jeder einen Tag? Jawohl. Ja. Das hier wie, oh Gott, das klingt schon ein bisschen nach Bibel, ey. Also wir haben auch schon Vollkontakt mit der Bibel gehabt, aber... Vollkontakt. Ja, genau, aber hier, also wir haben uns nicht erkannt, sag ich mal. Songs, neue CD, oder was habt ihr so auf dem Plan? Ja, nix eigentlich. Also spielen erstmal. Ja, jetzt wird erstmal Musik gemacht. Leben, zuckerfreies Leben. Und Jonas wird auch dieses Jahr nicht mehr viel sitzen, hat er gesagt. Ja. Also das wird er nicht mehr machen. Ich spiele nicht mehr im Sitzen. Ich spiele nur im Stehen. Ja. Sitzen habe ich zu oft gemacht. Aber irgendwann wird es auch doch noch ein neues Album geben von uns. So Ende dieses Jahres. Aber vordergründig erstmal Gigs dann dieses Jahr. Ja, Gigs. Und Gigs.